vor etwa 20 Jahren ausgestiegen. Fast genau zum neuen Jahrtausend. Girl Bands waren damals noch ziemlich angesagt. Genau wie in den 90ern. Und das zog sich bis in die 2000er hinein. Ich traf meine Frau auf der Arbeit. Sie hat für ein Plattenlabel gearbeitet. So haben wir uns kennengelernt. Ich hatte mich entschieden zu heiraten und mich endlich lieben zu lassen. Ich wollte ein erfüllendes Leben führen. Girl Bands zu Menschen hat dich nicht erfüllt? Nein, gut, nein. Der Regen in die dunkle Zeit der Industrie, alles war so schlimm. Wir, was mich richtig erschrocken hat, waren die Fans. Die toxischen Fans, die schlimmsten. Junge Mädchen, sie waren verrückt nach ihren Idolen. Sie denken, dass sie unvorstellbare Dinge getan haben. Zum Beispiel, sie verschleuderten ihr Geld, um ihre Idole zu nehmen und vernachlässigten dabei ihre eigenen Pflichten, ihre Familie. Und die Männer, die waren noch schlimmer. Jedes Mädchen wurde von ihren sexualisiert. Fotos editiert, Stalking, dazu sexuelle Übergriffe. Und damals gab es noch nicht mal das Internet. Also ich meine, es gab schon das Internet, aber es wurde noch nicht so genutzt wie heute. Ich war noch nicht mal das Ziel der Übergriffe. Doch hat es mich sehr gequält. Man könnte dem nicht entgehen. Die Arbeit hat mich kein bisschen erfüllt. Ich konnte damals nicht mehr schlafen. Das kann für Katzen lebensgefährlich sein. Und mit etwa und mit was verdienst du jetzt dein Geld? Meine Frau und ich haben nach unserer Hochzeit einen Plattenladen aufgemacht. Nicht groß, aber wir bedienen ein Nischenpublikum. Das reicht mir als genug für unsere kleine Familie. Du hast gesagt, dass du immer noch Kontakt zu den Leuten aus dem Musikbusiness hast. Manchmal besuchen sie mich. Und einmal im Jahr treffen wir uns alle. Meistens bei mir. Oh, wie die Zeit vergangen ist. Ich sollte nach Hause gehen. Geht es dir wieder etwas besser? Mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin ein alter Kater. Wir sind stärker als wir erscheinen. Wir sehen uns, Twiggy. Entschuldige, dass wir unseren Scheit in deinen Kaffee gebracht haben. Keine Sorge. Okay, tschüss. Ach ja. Diese Geschichten sind schon... sind schon erstaunlich. Donnerstag, der 1. Oktober 2020. Coachella-Organisation, Eltern, lasst eure Kinder zu Hause. Okay. Coachella 2020, übrigens ja, schöner, ich glaube S ist das, was dort angespielt wird. Coachella 2020, Rachel vor 20 Jahren bestätigt. Gail Neyman, Maruku Uharukami arbeitet in der IP. Sorry, wir haben noch nicht geöffnet. Oh, nee. Nee, ihr seid ja früh hier. Kann ich euch irgendwie helfen? Wird mal kurz. Okay. Hier am 18. Oktober passiert irgendwas. Da mal hier. Irgendwas markiertes. Okay. Ich mal kurz das Spiel. Kann ich euch irgendwie helfen? Es gibt wirklich etwas, womit ihr uns helfen könntet. Das wäre? Können wir hier arbeiten? Bitte, was? Besteht die Möglichkeit, hier zu arbeiten? Warum? Wir haben etwas sehr Wertvolles gelernt, nachdem wir das erste Mal hier waren.
Kommunikation ist etwas sehr Wichtiges auf der Erde. Und die Erdlinie kommuniziert auf eine sehr komplizierte Art. Wie ihr zwischen verbaler und nonverbaler Kommunikation wechselt, erstaunt uns sehr. Ja, aber euer Weg zu kommunizieren hat sich doch schon sehr verbessert. Das ist richtig. Aber nicht ausreichend verbessert. Eine der wichtigsten Lektionen über Erdlinge haben wir hier gelernt. Das hat uns zum Nachdenken gebracht. Statt uns auf die Fortpflanzung zu konzentrieren, sollten wir uns darauf konzentrieren, fokussieren, angemessen mit Erdlingen zu kommunizieren. Hört sich gut an. Deshalb wollten wir fragen, ob wir hier arbeiten können. Ich kann nicht mehr reden. Weil ihr mit meiner Kundschaft interagieren wollt? Das ist richtig. Ich weiß nicht. Hier, wenn man sich normalerweise für einen Job auf die Erde bewirbt, muss man durch einen langen Prozess, bevor man ihn bekommt. Das heißt, falls man ihn bekommt. Oh. Lass mich mal drüber nachdenken. Ich sag euch morgen Bescheid. Oh. Entschuldigt unsere Spontanität. Wir brauchen heute eine Antwort. Darf ich fragen, warum? Spiele sind nicht gesund für mich. Stimme verstellt macht meine Stimme. Und ich verstehe es noch nicht mal vernünftig. Ich bin nicht so gut im Stimme verstellen. Ich gebe mein Bestes, aber naja. Weil wir uns morgen für ein Event verreisen. Weil wir morgen für ein Event verreisen werden. Okay. Okay. Danke. Aber unter einer Bedingung. Ihr werdet keine Getränke zubereiten. Das mache ich. Wenn ich aber fertig bin, gebt ihr das Getränk der Kundschaft. Verstanden. Und denkt auch an alle anderen Sachen. Die wären? Geht auf die Leute ein. Manche sind nur zum Entspannen hier. Die werden nur ein Getränk haben wollen. Dann arbeiten oder etwas lesen. Die solltet ihr soweit in Ruhe lassen. Aber seid immer vorbereitet, dass jemand über etwas reden möchte. Und nie wissen wir, ob jemand allein gelassen werden möchte oder nicht. Das wird nicht einfach sein. Aber das werdet ihr anhand ihrer Gestik und Mimik bemerken. Nonverbale Kommunikation? Ja. Das wird schwierig für uns werden. Sicherlich. Aber keine Sorge. Ich werde euch ein Zeichen geben. Wenn ihr zuhören oder mit Reden aufhören solltet. Danke. Das werden wir brauchen. Okay. Das ist eigentlich alles, was ihr hier machen müsst. Werden wir besondere Kleidung brauchen? Nicht wirklich. Ich kann euch aber eine Schürze leihen. Damit ihr euren Anzug, damit euer Anzug keinen Flecken bekommt. Damit ihr anders als meine Kundschaft aussieht. Abgesehen davon braucht ihr nichts. Man wird dann erkennen, dass ihr hier arbeitet. Sehr ähnlich. Ja. Okay, also, seid ihr bereit? Sind wir. Okay. Auf in die Nacht. Machen wir nur noch die Bedienung oder was? Willkommen. Heilige. Wow. Was zur Hölle läuft hier? Guten Abend, Feuer. Hey Zwingi, was ist hier los? Oh, Nil arbeitet heute Abend hier.
Und ich dachte, dass nur ich schlechte Nachrichten habe. Dass nur ich schlechte Nachrichten habe. Ich hätte nie gedacht, dass sie in diesem Café startet. Die Alien-Invasion. Ha, alles gut. Mir hilft nur aus. Ich wusste nicht, dass du Hilfe brauchst. Wir würden gerne einiges klarstellen, Freya. Erstens ging es bei unserer Mission nie um die Invasion der Erde. Eigentlich ist es sogar andersherum. Zweitens, so haben wir die Situation analysiert haben, sind wir diejenigen, die Hilfe von dem Café bekommen. Das komplette Gegenteil. Wie bitte? Seitdem wir hier sind, haben wir einiges gelernt. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir, bevor wir uns fortfahren können, mehr über diese Kommunikationsweisen der Erdlinge erfahren müssen. Das Café ist der beste Ort dafür. Und du hast einfach zugestimmt? Nur unter einer Bedingung. Ich mache die Getränke. Neil serviert dir und kommuniziert. In Ordnung. Und was springt für dich raus? Du hilfst ihm doch. Was springt da für dich raus? Jetzt, da ihr sagt, was immer ihr von uns braucht, fragt ruhig. Sagt das nicht. Naja, vielleicht könnte das meine nächste Story werden. Ich würde einen Artikel darüber schreiben, wie ihr hier arbeitet. Freya, wenn ich nochmal was für die Zeitung schreiben kann. Was ist passiert? Die Chefredakteurin hat es herausgefunden. Oh. Hast du das selbst da nicht hier? Ja. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Nicht jämmerlicher. Jetzt sie es herausgefunden. Lässt mich an mein schicksalhaftes Treffen mit denen aus dem Verlag? Im Aufzug? Ja. Das gleiche ist meiner Chefredakteurin passiert. Die haben sie im Aufzug getroffen. Und jemand vom Verlag hat unser Treffen erwähnt. Da hat sie mich ins Büro gebeten. Und von da an ging es bergab. Sie wusste sofort, dass der Grund für meine schlechte Arbeit war, Und es hat ihr nicht gefallen. Tut mir leid, das zu hören. Was passiert nun? Ich muss wohl diesen verdammten Roman schreiben. Und danach hoffen, dass er sich gut verkauft. Und wenn nicht, dann weiß ich nicht. Wir verstehen nicht, was gerade passiert, Freya. Aber wir fühlen eine gewaltige Traurigkeit und Frustration von euch ausgehen. Wie wäre es mit einem warmen Getränk? Aufs Haus. Darfst du das einfach so? Wir werden dafür bezahlen. Nein, schon gut. Das geht aufs Haus. Das war sehr nett, ne? Nach unserer Wahrnehmung war es das Richtige. Gutes Wahrnehmen. Also, was wollt ihr trinken, Freya? Das, was ihr gerne trinkt. Was wir gerne trinken? Was auch immer das ist. Vertraue eurer Entscheidung. Ach was der Alien trinkt. Henry. Musikliebhaber und Vater. Wir wissen nicht, was der trinkt. Können wir irgendwas Seltsames mischen? Vielleicht ging was komplett Bitteres hin. Bitter und warm und kalt. Tee, Ingwer, Zitrone. Oh, ist eigentlich gar nichts Ungewöhnliches. Tee, Ingwer, Zitrone. Irgendwas Zitronentee ist gar nicht so falsch.
Ich habe einfach auf die Balken geachtet. Eis und Beton. Extra von Zwängen hergestellt. Von wem auch sonst. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank dafür. Ich habe mich schon länger gefragt, warum du nur warme Getränke machst. Aber heute verstehe ich warum. Wie weit bist du mit dem Entwurf für deinen Roman? Den könnte ich in ein paar Tagen fertig haben, glaube ich. Jetzt, da ich keine anderen Deadlines mehr habe und mich mit Koffein und Kreativität intravenös vollpumpen kann. Wird sich machbar. Aber ohne das Koffein. Entschuldigt, Feuer. Wir haben die Körper der Erdlinge ausgiebig studiert und glauben nicht, dass es ratsam ist, Koffein im Blutkreislauf zu fundieren. Uff. Sorry, Neil. Aber auf dieses Gespräch habe ich gerade keine Lust. Das war nur Neil. Freya wollte nicht ernsthaft eine Koffeininfusion. Also ich wäre mal interessiert, also ich meine, also wenn man nicht dran stirbt, also das Koffein ist so, müsste natürlich kalt sein, damit es durch die Venen läuft, aber ich meine, müsste natürlich dosieren, damit es, man kann, kannst ja nicht gleich dich 5 Liter Kaffee, das würde dich auch dann irgendwie so einfach mal einen Liter Kaffee einfach mal durch die Venen schießen lassen. Einfach direkt, dass man irgendwie, könnte man ja mal probieren, einfach mal, das hätte wahrscheinlich denselben Effekt, wie wenn es trinken würdest. Wenn es direkt ins Blut, wenn es dir in die Venen, wenn du direkt ins Blut bringst, den Kaffee. Ich meine, es kommt dir durch den Magen ins Blut. Wirkt dann wahrscheinlich schneller oder intensiver. Wäre mal interessant. Ich würde es mal versuchen. Kaffee, einfach mal experimentell. Ich lasse mir Kaffee spritzen. Einfach einen Spritzen, so eine Spritze Kaffee. Arm abbinden. Ich nehme Kaffee. Freya wollte nicht ernsthaft eine Koffeininfusion. Oh. Das ist gut zu hören. Das war nur bildlich gesprochen hier. Ah, diesen Ausdruck haben wir schon gehört. Es ist wirklich schwer, eure Sprache zu verstehen. Und es wird nicht leichter. Sprache ist im ständigen Wandel. Verstanden. Wir sind ja nur hier, um meinen Ansatz zu verstehen, wie er funktioniert. Freya, dürfen wir etwas fragen? Natürlich. Wie schnell schreibt ihr? Anscheinend nicht schnell genug. Könnt ihr Zahlen nennen? Zahlen? Welche Anzahl an Worten könnt ihr am Tag produzieren? Ich glaube, das kann ich nicht genau sagen. Aber wenn ich mich jetzt ganz darauf konzentrieren kann, sollte ich zwischen 3.000 und 5.000 Worte am Tag schreiben können. Das ist viel. Das wäre nur die Rohfassung. Danach muss ich es noch editieren. Und dabei halbiert sich normalerweise der Umfang. Nach unserer Recherche umfasst das, was ihr fassen müsst, etwa 50 bis 100.000 Worte. Richtig. Aber der Entwurf muss nicht so umfangreich sein. Das ist gut zu hören. Wie viele Worte müsst ihr dann schreiben? Etwa, ich glaube, 15.000 Worte. Das ist viel für einen Entwurf. Naja, ist ja für DRA Media der größte Verlag hier. Anhand der Anzahl der Worte solltet ihr euer Ziel einfach erreichen. Aha, das wäre toll. Aber beim Schreiben geht es nicht um die Quantität. Es geht um mehr als die Menge an geschriebenen Worten. Wenn wir Schriften nur anhand der Menge an Worten beurteilen würden, gäbe es keine Gedichte, keine Kurzgeschichten. Das ist schwer zu verstehen für uns. Aber wir mussten
Wir mussten schon vorher lernen. Das Textfehler manchmal. Wir mussten schon vorher lernen, dass die Kunst eine komplett andere Sache ist. Selbst für Erdlinge. Jups. Erdlinge haben eine wirklich große Faszination für Dinge, die schwer zu verstehen sind. Sprache, Kunst. Das stimmt. Aber ihr habt nichts Unrecht. Aber ihr habt nicht Unrecht, was das Schreiben angeht. Anhand der Anzahl von Worten kann man etwas objektiv bewerten. Es ist nicht der wichtigste Faktor, aber trotzdem wichtig. Also ein valider Faktor. Definitiv. Cool. Haha, es hört sich nicht nach euch an, nee. Scheint ja doch etwas auf der Erde zu lernen. Oh, neue Kundschaft. Guten Abend, Möckel. Ich frag lieber nicht. Außer, wer macht die Getränke? Die mache immer noch ich. Gut. Kaffee mit etwas Ingwer hätte ich dann gerne. Kaffee mit etwas Ingwer. Ja, Herr Tubuk. Okay. Eure Bestellung ist fertig. Nicht schlecht. Danke. Dafür nicht. Was bringt euch heute hierher, Mutter? Psst, nee, manche kommen ins Café, damit sie hier ungestört trinken können. Und das trifft auf jeden Fall auf Mutter zu. Eigentlich bin ich nur hier, um ungestört trinken zu können. Oh, entschuldige uns. Ich bringe Neil nur bei, wenn er mit uns gut reden kann. Das merke ich. Versucht ihr noch immer flachgelegt zu werden? Oh. Nein, versuchen wir nicht mehr. Wir wurden damit beauftragt zu lernen, wie Erdlinge miteinander kommunizieren. No, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. In der Sache, wenn ihr euch wirklich anpassen wollt. Hört auf, so formell zu reden. Redet wie wir. Habe ich schon angepasst. Ich rede schon wie. Ich habe den richtig gesprochen. Das ist die Bestätigung. Mein Name kommt so ein bisschen mit betont, so. Ich habe oder total. Hört zu, wie wir. Also eigentlich tut nur, sonst würde ich dir zuhören. Das wäre schwer zu erreichen. Aber versuchen können wir es. Schritt für Schritt. Ein kleiner Schritt für euch. Ist ein großer Schritt für eure Hand. Gut gesagt, Freya. Jetzt, wo wir wissen, dass ihr nicht nur für eure üblichen Aktivitäten seid, trefft ihr euch mit jemandem? Ja. Oh, etwa mit der Aqua? Mhm. Zu welchem Anlass? Zu keinem Anlass. Wir wollen nur. Matsch. Das muss auch wahr sein. Sorry, ich bin spät dran. Ich wollte früher Schluss machen, aber... Was? Was ist das? Was ist hier passiert? Ich wollte doch schon eine Polizei holen, die diesem Typ gesagt hat, was passiert, und fortpflanzen will. Was ist Zwergi? Aqua, beruhig dich. Ich bin hier. Oh, dir geht es gut. Ja, alles okay. Uff. Okay. Ich muss mal durchatmen. Hier ein Glas Wasser. Ein Glas Wasser für Aqua. Sehr gut. Fühlst du dich besser? Ja. Sorry. Schon gut, Aqua. Alle waren erstaunt, uns hier zu sehen. Was macht ihr hier überhaupt? Langsam wäre es an der Zeit, für diese Frage eine Antwort aufzunehmen und abzuspielen. Ihr müsst das nicht erzählen, wenn ihr nicht wollt. Nein, kein Problem, Aqua. Es ist eh an der Zeit, eine Pause zu machen.
Also folgendes.